الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister im Islam. Ich begrüße euch heute inshallah zur siebten islamvernichtenden Sünde von den islamvernichtenden Sünden. Wir haben letztes Mal besprochen, dass die sechste islamvernichtende Sünde ist, wenn du dich lustig machst über Allah, über seine Zeichen, über seine Propheten, über den Islam allgemein oder auch Leute, die die Religion praktizieren und du machst mit deinen Kumpels Späße darüber. Das, meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, ist eine Sache, die einen aus der Religion rausschmeißt. Wir müssen immer aufpassen, wo sind die Schranken, die ich nicht überschreiten darf, die sozusagen die No-Go-Area, wo ich niemals hineinfallen darf, weil mich das aus der Religion herausschmeißt. Aus diesem Grunde müssen wir diese Grundlagen unbedingt lernen und unbedingt verstehen, dass alles seine Grenzen hat. Das heißt, wenn ich mit meinem Kumpel Spaß mache, oh, und wir lachen und wir lachen und wir lachen und der eine macht hier Spaß und der andere macht da Spaß und irgendwann führt das dahin, dass der eine sich lustig macht über einen Teil der Religion und wir alle lachen darüber. Das, meine lieben Geschwister, ist die Grenze. Das ist Überschreiten der Grenze. Das ist eine Sache, die mich aus dem Islam herausschmeißt. Aus diesem Grunde müssen wir unbedingt immer unsere Zungen hüten. Also man sagt, vor der Zunge sollte man sein Hirn einschalten, dass man nicht in diese Gefahr gerät, Dinge zu tun, die man vielleicht wirklich, wirklich bereuen wird. Also wie gesagt, wir kommen heute inshallah zur siebten islamvernichtenden Sünde von den islamvernichtenden Sünden. Und diese Sünde heißt Sihr, Zauberei. Zauberei, meine lieben Geschwister, gibt es in der Realität. Das ist nichts, was jetzt, wenn man das vielleicht der Allgemeinheit sagen würde, wie Muslime glauben an Zauberei. Oh, die glauben an Zauberei, guck mal, Zauberei, sowas gibt es doch gar nicht. Wallah, Zauberei gibt es. Man kann Menschen beeinflussen durch zur Hilfenahme von bestimmten Dingen, von bestimmten Wesen. Wie das im Detail aussieht, braucht uns nicht interessieren. Wir müssen für uns nur wissen, dass wir mit Zauberei niemals in Kontakt treten dürfen. Weder dahin gehen, noch zuhören, noch versuchen, das zu erlernen oder irgendwas in diese Richtung. Zauberei ist eine Sache, die dich aus dem Islam absolut rauskatapultiert. Da gibt es keine Gnade, meine lieben Geschwister. In einem islamischen Staat ist das eine Sünde, worauf sogar die Todesstrafe steht. Also ist es kein Spiel. Leider sehen wir das heutzutage. Wir haben keinen islamischen Staat und es gibt kaum eine Regierung, die Zauberei verbietet, dass Zauberei ausufert, dass die Leute versuchen, über Zauberei bestimmte Dinge zu erreichen. Da ist zum Beispiel die Tochter oder also irgendein Mädchen oder irgendein Junge, der möchte gerne heiraten. Oh, ich möchte gerne dieses Mädchen heiraten, sie ist so hübsch und wie kann ich sie nur bekommen? Ich frage sie, sie will mich nicht heiraten. Was mache ich jetzt? Aha, da gibt es den alten, weisen Mann, der hat mir doch gesagt, wenn ich zu ihm gehe und ein paar Rituale durchführe und das diesem Mädchen zu essen oder zu trinken gebe, dann wird sie mich schon heiraten, wird Liebe zwischen uns kommen. Und es gibt leider sehr, sehr viele Muslime, gerade junge Muslime, die so etwas praktizieren. Ich kann mich gut erinnern, vor ungefähr 2 Jahren, als ich hier nach Augsburg kam, also ich wohne in Augsburg, da bin ich die Straße längs gegangen und da gab es ein großes türkisches Geschäft. Und die hatten Werbetafeln draußen, wir machen Liebeszauber. Kommen Sie zu uns, wir machen Liebeszauber. Das ist eine katastrophale Sache für jeden Muslim. Und ich habe es nicht weiter beobachtet, aber ich kann mir vorstellen, viele junge Muslime, die wollen gerne heiraten, kriegen den Partner nicht, den sie möchten und versuchen das auf diesem Wege. Das ist aber eine Sache, meine lieben Geschwister, die uns aus dem Islam herausschmeißt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat uns davor gewarnt und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Die beiden jedoch haben niemanden etwas gelehrt, ohne dass sie gesagt hätten, wir sind nur eine Versuchung, so werdet nicht ungläubig. Damit Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt hier die beiden Engel, die die Menschen die Zauberei gelernt haben. Und die haben gesagt, wir sind nur eine Fitna, eine Versuchung, werdet nicht ungläubig. Wer sich auf den Bereich der Zauberei begibt, der wird Kafir. Um Zauberei zu praktizieren, muss man, also man schwört damit Allah subhanahu wa ta'ala ab. Man verlässt seine Religion dadurch. Man macht Dienst, also Ibadah, Gottesdienst, zu den Teufel, zu irgendwelchen Dschinn, zu irgendwelchen Shayatin. Das, meine lieben Geschwister, ist eine absolut üble Tat, die leider weit um sich greift. Das sieht man in sehr, sehr vielen Familien, wo dann die Mutter sagt, ja, mein Sohn praktiziert ja die Religion nicht richtig. Ich will ja gern, dass er betet und dass er fastet und. Und dann geht sie zu irgendeinem Mann
ein Imam oder ein Scheich und der gibt ihr ein Gefäß mit Öl und da sind irgendwelche Blätter aufgelöst und irgendwelche Sprüche hat er dort hineingesagt und das gibt sie ihrem Sohn immer schön, mischt sie es und das Essen. Und sagt sie, das ist Hidayah, also Rechtleitung für meinen Sohn. Das, was sie dort macht, ist eine katastrophale Sünde, die einen aus dem Islam herausschmeißt, egal wie die Absicht ist. Ja, wieso, ich mache es doch nur zum Guten. Ich will doch, dass mein Sohn richtig praktiziert. Meine lieben Geschwister, das ist sehr, sehr weit verbreitet in der islamisch-arabischen Welt und ist eine absolut abscheuliche Tat, wovor wir uns hüten müssen. Wenn wir irgendetwas mit Zauberei hören, nehmt eure Beine in die Hand, lauft weg. Begebt euch nicht zu einem Zauberer. Lasst nicht mit euren Familien, wo dieses in Essen gemischt wird, esst das nicht. Begebt euch weg von diesen Orten, wo Zauberei praktiziert wird, weil Zauberei schadet uns. Mit Zauberei kann man Menschen krank machen. Mit Zauberei kann man Menschen verrückt machen und vielleicht sogar umbringen, also töten. Zauberei ist wie eine Waffe, wie ein Messer, nur dass man das eben nicht als Messer erkennt. Aber es ist wirklich wie eine Waffe. Also, meine lieben Geschwister, ich will das wieder nicht so lang machen. Zauberei ist eine Sache, die uns aus dem Islam rausschmeißt. Nicht nur, wenn ich selber zaubere, sondern auch, wenn ich jemand bin, der zum Zauberer geht. Das, meine lieben Geschwister, dürfen wir niemals tun und müssen uns sehr darauf in Vorsicht nehmen, sehr in Acht nehmen. Das sind die Worte, die ich sage. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.